Wo ist das Positive hin? Ich verstehe das nicht. Ich habe jetzt gestern auch die Koffer schon hochgeholt. Ich habe letzte Woche einen Brief von Anwalt bekommen. Ich wurde einfach ein Gegenstandswert von 60.000 Euro verklagt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Und wahrscheinlich der letzte Vlog vor dem Urlaub, denn es sind jetzt nur noch ein paar Tage und wir haben einiges vor. Ich gehe jetzt erstmal zur Zahnreinigung. Denn ich habe mir vorgenommen, auf jeden Fall nochmal vor dem Urlaub meine Zähne gründlich reinigen zu lassen. Denn ich glaube, wenn wir wiederkommen, wird es auch nicht besser. Q4 ist halt immer so am stressigsten mit. Und wenn man da noch so viel private Termine reinklatscht, die in der Mittagszeit oder Vormittagszeit stattfinden, ist das so quasi unmachbar. Deswegen habe ich das jetzt noch vor dem Urlaub einmal reingedrückt, auch wenn das jetzt auch ein bisschen kritisch ist von der Zeit her. Aber die Zähne und die Gesundheit ist wichtig. Leute, was ist eigentlich los? Gestern war es so kalt, heute ist wieder back to summer. Es ist super warm. Ich schwitze mich hier gerade mit meiner dünnen Bluse ab. Aktuell weiß man einfach wirklich nicht, was man anziehen soll. So, hier jetzt gerade nochmal Fisch für uns. Hier im Bildschirm ist immer so ein richtig nicer Grill, wo mein Papa auch immer Fisch gegrillt hat. Und das schmeckt ja auf jeden Fall immer sehr gut. Hier ist der Name Orkinos Fischgrillhaus. Kann ich euch sehr empfehlen. So, ich muss hier einmal kurz die Kamera ein bisschen abstellen, denn ich muss auch noch mal kurz was sagen. Ich will so ein paar Worte nochmal zu bestimmten Sachen sagen. Was ist los? Ich habe das Gefühl, seit Corona geht es so bergab. Wo ist das Positive hin? Ich verstehe das nicht. Und das ist so übel. Und selbst wenn ich hier mal meckere, dass es gerade stressig ist oder so, das habt ihr doch auch. Und dann wird aber auch geschrieben, ich soll die Fresse halten, weil es andere Leute gibt, die mehr Stress haben und mehr leisten. Dagegen sage ich doch auch nichts. Ich habe nie gesagt, dass ich das stressigste Leben ever habe. Ich sag doch einfach, wir erzählen von unserem Alltag. Wir erzählen jeden Tag aus unserem Leben und es sind 20 Minuten in 3 Tagen. Das müsst ihr euch auch reinziehen. Es ist nicht unser komplettes Leben. Es sind Kleinigkeiten, die wir zusammenfassen, die interessant sind, worüber man reden kann. Und es ist nicht unser komplettes Leben, auch wenn einige denken, dass wir den ganzen Tag nichts anderes machen und so sind. Ihr seht einen Bruchteil davon. Und ich finde es super schade, dass immer alles so negativ gemacht wird. Wenn ich etwas Negatives sage, heißt es, ne, von wegen stell dich mal nicht so an. Wenn ich etwas Positives sage, kommen noch mehr negative Kommentare. Von wegen, ich habe es viel zu gut und ich sollte mal einen vernünftigen Job machen und. Mein Auto wird hier gerade umzingelt von 5 Westen. Das ist richtig heftig. Die knallen hier die ganze Zeit gegen die Scheibe und versuchen reinzukommen. Und was mich am allermeisten nervt, man hört überall, lass die Leute so aussehen, wie sie aussehen wollen. Body Positivity und so. Ey, ich krieg so viel Shitstorm, was mein Aussehen angeht. Und ich fand das so ungerecht. Es ist, also, ich platze wirklich gerade innerlich, weil ich gestern wieder so viele Nachrichten gelesen habe dazu. Und ich kann es absolut nicht nachvollziehen. Von wegen, ich werde immer unnatürlicher. Früher war ich viel besser. Was ist los mit mir, dass ich plötzlich so viel an mir machen lasse? Extensions hatte ich schon 2017 und habe es immer wieder gemacht. Und die einzige Zeit, wo ich keine Extensions hatte, war die Zeit, wo ich die Pille abgesetzt habe, weil ohne Pille meine Haare super schön waren und ich damit zufrieden war. Und jetzt, wo ich extrem Haarausfall und dünne Haare bekommen habe und mir wieder Extensions machen möchte, wird dagegen abgehatet, nur weil ich etwas mache, damit ich mich wohler fühle. Dann kommt dazu, ich habe 2018 das erste Mal Microblading gemacht. Dann nochmal 2 Jahre oder 3 Jahre später in Folge. Und jetzt nochmal 2 Jahre später in Folge. Halt kein Microblading, weil das heutzutage auch gar nicht mehr gemacht wird, aber Powder Brows und halt den Softliner. Und ihr seht, wie natürlich es mittlerweile aussieht. Und ihr müsst euch einmal bitte reinziehen. Oh nein, mein Kameradeckel ist hier runtergefallen. Es ist super wichtig, dass einige Leute hier nochmal klipp und klar gesagt bekommen, es ist nicht immer so auf Social Media, wie es scheint. Ihr seht Kanäle, wo ihr denkt, die Person sieht so aus, weil die einfach ihre Fresse halten. Die erzählen nicht, dass sie Extensions haben, dass sie sich hier etwas machen lassen haben und. Ich gehe transparent mit den ganzen Sachen um, weil ich genau so etwas scheiße finde, wo man sich denkt, oh, die Person hat so schöne Haare. Man denkt, es sind echte Haare, in Wirklichkeit hat die Extensions, aber ihr wisst es einfach nicht. Und ich gehe lieber offen damit um und sag halt, hey, ich habe hier jetzt gerade Powder Brows machen lassen, weil ich das einfach schön finde, damit ihr auch wisst, okay, falls ihr irgendwann mal denkt, oh, deine Augenbrauen sind so schlimm, was machst du denn immer damit? Dass man halt weiß, dass die nachgezeichnet sind. Also, ich finde es halt so unfair, dass man heutzutage natürlich super viel machen kann, das finde ich schön und gut. Jeder soll machen, was er machen möchte, aber es ist super unfair, dass man das eigentlich als Zuschauer gar nicht weiß und diese Transparenz fehlt. Es ist bei den meisten einfach nicht die Natur, nur die erzählen es einfach nicht auf Social Media, weil sie genau wissen, dass dann so ein Shitstorm kommt und Hate von den Leuten, was ich absolut nicht nachvollziehen kann. Also fassen wir mal zusammen. Ich habe Extensions, ich habe Powder Brows, ich habe mir einen Softliner machen lassen.
Und wo ist das Problem? Sehe ich nicht so aus wie vor 4 Jahren. Also es ist einfach wirklich super schade. Meine Lippen, Leute, ich habe die im Dezember machen lassen oder im November letzten Jahres. Sowas hält 3 bis 5 Monate, was ich machen lassen habe, ein Lipflip. Davon sieht man null, nichts mehr. Das ist alles jetzt natürlich, da ist nichts mehr von übrig geblieben. Das sieht aus wie auf meinem Personalausweisfoto von 4 Jahren. Die Leute sagen, das war ja eine super Idee mit dem Pony, du trägst ihn ja jetzt eh nie wie ein Pony. Genau an dem Vlog, wo ich einfach die ganze Zeit meine Haare nach hinten zum Zopf hatte, weil sie fettig waren und weil sie mich gestört haben. Es ist meine Entscheidung. Und auch so, ich trage den Pony einfach super gerne so seitlich. Ich mag es super gerne. Warum darf ich das nicht so tragen? Warum wird dann sofort immer drüber hergezogen? Wenn ich hier ungeschminkt bin wie jetzt, dann wird geschrieben, lauf nicht immer so gammelig rum, du zeigst dich vor tausende Menschen, zieh dich mal vernünftig an. Und dann, wenn ich mich schminke, oh, das kommt ja noch dazu, das ist ja jetzt noch das größte Übel, ne? Wenn ich mich schminke, dann wird wieder geschrieben, wie unnatürlich das ist. Wir läuten jetzt erstmal die Mittagspause ein. Cindy ist jetzt gerade wieder nach Hause gekommen. Und ich finde, das ist immer so eine richtig coole Geste, wenn man dem Partner oder der Partnerin einfach was zu essen mitbringt. Und bei uns ist es eigentlich schon so richtig Tradition geworden, wenn wir irgendwo sind. Auch unabhängig von uns beiden, dann holen wir uns da immer was mit zu essen. Und wir packen das jetzt erstmal auf die Teller, damit es ein bisschen schöner ist, weil ich finde es immer nicht so nice, aus so Alufolien zu futtern. Und dann gibt's hier Essen. Und hier haben wir das fertige Gericht. Ich habe Lachs. Du hast, glaube ich, Dorade, ne? Ja. Sehr, sehr geil. Ich bin eher Typ Lachs. Salat in dem Sinne. Guten Appetit. Düb, düb. Die Verräter können wir auch noch gucken und Eier wollen theoretisch noch. Also haben wir noch ganz schön viel im Petto. Ja. Dann kann nichts mehr schief gehen. Das ist echt so unsere Abendstradition geworden, unser HelloFresh-Essen zu machen. Heute gibt es irgendwie, was war das denn, Schupfnudeln mit Pilzrahmsoße oder so. Ja. Nichts Besonderes, das kriegt man noch hin, vertraut mir. Und du? Und wir können euch echt die Verräter empfehlen. Ja. Das ist richtig gut. Ich habe meine Haare gewaschen, die trocknen, nicht wundern. Aber das war echt gut. Wir haben das letztens angefangen und das war echt gut. Mhm. Da habe ich noch zu Cindy gesagt, das ist die erste Sendung, ich sag mal in Anführungszeichen, aus dem Trash-Bereich, die ich wirklich nicht so stumpf finde. Weil da geht es darum, das ist halt wie dieses Spiel, das meinst du, habt ihr auch in der Schule gespielt, ne? Ja. Dass es dann sozusagen mehrere Verräter gibt, die sozusagen auch die... Auf jeden Fall gibt es 3 Verräter in einem Team, die es sozusagen auf die Bürger abgesehen haben. Da haben die noch Challenges dazwischen. Dazwischen, tschüss. Und da geht es dann darum, nach und nach die Leute rauszu... Ich kann gar keinen Sinn. Halt dich kurz, Mann, das Essen wird kalt. Er verhaspelt sich hier schon seit 5 Minuten. Ja, warum denn wohl? Mein Blutzuckerspiegel ist schon so tief. Leute, egal, guckt euch einfach an. Ich gehe jetzt essen. Ich habe hier gerade was bestellt und dachte mir gerade so, hä, warum ist das denn hier alles so schmierig? Das ist ja wirklich alles so richtig vollgekubbelt hier. Und wie scheint, ist ein Ei aus der Verpackung wohl zerdrückt worden. Ja, da haben wir den Übeltäter. Mmm, lecker! Auf jeden Fall habe ich noch ein paar Tiefkühlsachen bestellt, ein paar Chicken Bites, Pilmeni und dann noch, oh mein Gott, so Weizenpita. Die wollte ich heute im Kontaktgrill machen, dann halt mit Käse, Tomaten, vielleicht noch Salami und für Cindy mache ich das dann auch, denke ich mal, mit. Haben wir noch Feta-Käse? Schon mal Frischkäse, Käse haben wir noch. Kräuterbutter. Schmand. Naja, ein bisschen Paprika kann man noch mit reinschneiden. Tomaten haben wir noch da. Naja, dann wird es halt mit Käse sein. Der Kontaktgrill ist jetzt wieder im Einsatz. Ja, ein bisschen geht noch. Ich habe jetzt Salami mit reingepackt, Käse, so diesen typischen Gratin-Käse, den es so für Pizza auch gibt. Ein bisschen rotes Pesto. Und wenn ihr euch fragt, welche Brote ich genommen habe, waren das genau genommen die hier. Und das rote Pesto von Aldi. Die ist immer noch fleißig. Die ist seit heute Morgen auch schon komplett hier am Machen und Tun.
Und jetzt geht es ja mehr und mehr in die Vorbereitung für den Urlaub. Und irgendwie finde ich so die Gesamtsituation einfach so richtig schön. Also diese Kombination aus allem, was jetzt noch auf uns zukommt. Weil, also auf der einen Seite war ein Amerika-Urlaub im Allgemeinen, ich glaube, schon seit der Kindheit irgendwie ein Traum. Ich habe keine Ahnung, ob das bei euch auch so ist. Aber ich finde, man hat so damals diese Musikvideos geguckt und irgendwie diese ganzen amerikanischen Filme gesehen. Und man hat ja diese ganzen Vorstellungen davon gehabt. Und gerade weil wir ja auch in diese Filmstudios fahren, ist es einfach mega geil. Und gerade auch Walt Disney, ich sag mal, ich hätte das schon gerne ein bisschen früher als Kind erlebt. Aber auch jetzt ist es einfach mega nice und ich freue mich einfach richtig heftig. Ich habe jetzt gestern auch die Koffer schon hochgeholt. Heute ist ja Donnerstag und mein Plan ist es wirklich, morgen am Freitag am besten den ganzen Koffer zu packen, damit ich keine mehr von den Klamotten dreckig machen kann. Ihr müsst mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch so drauf seid. Aber ich habe komischerweise immer das Pech, wenn ich irgendwie mir die Klamotten nehme, dass ich sie immer voll sauber beim Essen, besonders wenn es gute Kleidung ist. Wenn der Part erledigt ist, dann habe ich auch irgendwie meinen Seelenfrieden mit dem Urlaub und freue mich da mehr drauf. Und ich glaube, ich bin nicht so der Typ, der einen Tag vorher die Koffer packt, weil das stresst mich enorm. Ich glaube, Cindy ist da anders, aber ich glaube, jeder sollte es so machen, wie das am besten mag und braucht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie es da bei euch aussieht. Das ist immer nice. Ich glaube, ich habe mir so Chicken Bites noch geholt. Ich glaube, die mache ich noch dazu zur Suppe. So, die Arbeitsaufteilung ist jetzt neu. Da ich tagesbedingt auch sehr hart im Büro gearbeitet habe, habe ich ein bisschen geschwitzt, sage ich mal so. Naja, aber es war heute echt stickig. Und deswegen gehe ich jetzt nochmal schnell duschen. Cindy macht dann das Essen. Und Sam, du wurdest komplett vergessen, ne? Oh, Mama wollte dir Essen geben, aber... Ich wollte doch Happy Hub geben. Happy Hub? Oh, Happy Hub? Ja! Man muss ja echt dazu sagen, er steht da seit ungefähr so 5 Minuten, hat sich auch kaum bewegt, weil er einfach was zu essen möchte. Aber Cindy denkt hier wieder nur an das eigene Essen, ne? Ja, das ist gut. Hätte ich niemals. Hätte ich niemals von dir gedacht. Wir machen es uns hier jetzt noch gemütlich und gucken die nächste Folge, die Verräter. Wir hatten gestern Abend ja schon ein bisschen geguckt, aber... Jetzt geht's weiter. Wir haben noch 2 Folgen vor uns und das ist nach wie vor echt gut. Es wird gefühlt wirklich immer besser. Am Anfang muss man sich ein bisschen reingucken, aber das ist echt so sehr empfehlenswert. Wenn man das Prinzip verstanden hat und das Ganze drumherum so sich so ein bisschen drauf einlässt, ist auf jeden Fall sehr geil. Ja, also schon nicht schlecht. Ne? Nicht meine extra Tasche Beute, lass ich hier. Was meinst du? Nicht meine extra Tasche Beute, lass ich. Achso. Ja, wir kriegen ja so ein Beute hier wahrscheinlich mit. Vielleicht ohne meine anderen. Ja. Ich suche hier gerade noch bei Woolworth. Ich wundere, wie ich aussehe. Ich bin einfach schnell von zu Hause losgefahren. Ich erzähle euch gleich, was los ist. Aber ich suche hier gerade nach einer Parkscheibe, weil bei meiner Oma kann man nur noch mit Parkscheibe parken. Ich habe da letztens schon eine Strafzettel bekommen und ich habe noch keine Parkscheibe. Und wie riesig ist Woolworth in Bilstedt, bitte? Das ist richtig krass. Vor allem, die haben so... Ah, hier ist sie. Die haben so viel Weihnachts- und Halloween-Sachen, also echt Wahnsinn. So, wir haben uns hier jetzt was beim Asiaten geholt und essen erstmal. Und danach werde ich wahrscheinlich auch nach Hause, dann kommt meine Mama nämlich hierher. Ich habe hier gerade noch Essen mitgenommen, ich habe nicht alles geschafft, Phil bekommt gleich noch ein bisschen. Und ich habe Mandarinen mitbekommen und Tomaten vom Balkon. Kann ich jetzt auch zu Hause essen mit Phil. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Meine Oma ist leider heute Morgen in die Notaufnahme gekommen. Und ich glaube, jeder weiß, was für Sorgen man sich da macht und dass man nicht mehr klar denken und arbeiten kann. Und zum Glück, erst hieß es, sie muss da bleiben. Und zum Glück konnte sie dann doch schon zeitiger nach Hause und bekommt nächste Woche die Ergebnisse. Aber ich hoffe, ihr geht's gut. Ich habe mit ihr abgemacht, dass es ihr gut gehen muss und der Arzt jetzt nur noch positive Nachrichten hat. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, auch wenn man in den Urlaub gerade plant zu fliegen. Es sind ja jetzt wirklich nur noch 4 Tage, heute ist Freitag, Dienstagmorgens fliegen wir direkt los. Ich habe so Angst gehabt, dass jetzt irgendetwas noch ist und sie länger im Krankenhaus bleibt und man dann einfach in den Urlaub fliegt. Und natürlich kann man sich dann nicht entspannen oder auf den Urlaub freuen. Ich werde auf dem Laufenden gehalten, was die Ergebnisse sagen, aber ich denke mal, wäre es jetzt irgendwas Schlimmes, dann hätte sie es auch direkt
quasi gesagt bekommen. So beruhigt mich das eigentlich ein bisschen, dass sie jetzt die Ergebnisse mitbekommen hat und damit zum Arzt gehen soll. Es gibt auf jeden Fall Sachen, die da jetzt gemacht werden müssen und Werte, die schlecht sind, aber die Hauptsache ist, dass es ihr so gut geht, dass sie wieder zu Hause sein kann, denn ich finde, zu Hause wird man auch einfach am schnellsten wieder gesund. Aber das war auf jeden Fall ein kleiner Schock und mir fehlt jetzt natürlich auch der ganze Freitag, was aber nicht schlimm ist. Das sind auf jeden Fall Sachen, die vorgehen und man kann sich ja sowieso da nichts auf was anderes konzentrieren. Und da ich halt die Möglichkeit habe und meine Mutter ja zum Beispiel auch in der Bank arbeitet und dann nicht so einfach auch flexibel sein kann, ist es bei mir halt gut, dass ich flexibel sein kann und dann einfach meine To-Dos jetzt aufs Wochenende schieben kann oder so. Das ist halt wirklich das Schöne daran, wenn man selbstständig ist. Und ich habe zum Glück heute Morgen auch schon das Wichtigste abgearbeitet, bis dann die Nachricht kam. Und dann ging es ja auch alles sehr schnell jetzt am Ende. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass wir entspannt in den Urlaub fliegen können. Gerade geht wirklich so krass viel schief. Es ist jeden Tag irgendwas. Etwas von einer Sache muss ich euch unbedingt noch erzählen. Nicht wundern, ich bin auch so, ich bin wirklich aufgesprungen vorhin und losgegangen. Ich habe nicht mal meine Haare heute, glaube ich, gekämmt. Ich habe letzte Woche einen Brief von Anwalt bekommen. Ich wurde einfach auf einen Gegenstandswert von 60.000 Euro verklagt. Ey, als dieses Schreiben kam, ich dachte mir, das kann doch wirklich nicht wahr sein. Also gerade ist echt der Wurm drin. Ich weiß nicht, was da los ist, aber ich sage ja auch immer, wenn, dann kommt alles auf einmal. Man muss halt einfach versuchen, positiv zu denken und sich zu sagen, das war jetzt eine Lehre und bei meiner Oma rede ich mir eh ein, dass das alles Gute wird und habe da auch ein gutes Bauchgefühl. Natürlich ist immer diese Angst im Hinterkopf, aber man muss einfach wirklich immer versuchen, positiv zu denken, weil sonst kann einen diese ganzen Massen an negativen Nachrichten manchmal wirklich runterziehen. Ich habe einfach ein Anwaltsschreiben bekommen und die sind auch berechtigt. Ich musste mir dann natürlich einen Gegenanwalt nehmen. Zum Glück konnte der Schaden, den ich jetzt noch zahlen muss, reduziert werden. Oh mein Gott, ey. Ich habe so viel Stress zuletzt gehabt damit. Das ist echt hart. Ich werde jetzt auch noch auf jeden Fall meine Kollegen warnen. Ich muss gerade warten, bis der Fall geschlossen ist. Und erst dann kann ich ja auch öffentlich eigentlich was dazu sagen. Aber ich werde definitiv meine Kollegen warnen und habe auch schon viele gewarnt, wo ich wusste, dass die die gleichen Videos machen, wo ich die Kontakte hatte. Es geht um das Thema Dupes. Das ist ein Wettbewerbsverbot. Und man muss sehr aufpassen, wie man Dupes präsentiert. Das Wort Dupes darf man generell gar nicht sagen. In Zukunft müssen wir uns da alle auf jeden Fall überlegen, wie wir strategisch an die Sache rangehen, ob man das Wort Alternative nutzt oder was auch immer. Ich bin da gerade auch in Klärung mit dem Anwalt, weil es ist super schwer, das zu umschreiben und irgendwie so günstige Alternativen zu bieten. Als ich das Schreiben bekommen habe, ich konnte das erstmal gar nicht glauben. Ich dachte mir, oh mein Gott, es geht halt um ein Video, wo ich einen Duft-Dupe gezeigt habe und von der Firma verklagt wurde, die den originalen Duft haben. Und das ist auch alles zu rechtens. Also wie gesagt, es wurde hier alles doppelt und dreifach geprüft und man darf es tatsächlich nicht. Das Krasse ist, es sind ja wirklich so viele Videos und keiner sagt einem das. Beziehungsweise ich bin, glaube ich, wirklich so einer der Ersten, die auf die Schnauze bekommen hat. Ich hatte einfach wirklich Pech und deswegen habe ich direkt zu meinen Kollegen gesagt, wo ich wusste, die haben den gleichen Duft vorgestellt. Nehmt das Video direkt raus. Nehmt es runter von allen Social Media Plattformen. Die haben auch wirklich alle meine kompletten Social Media Plattformen durchsucht. Und überall, wo ich jemals etwas über diesen Duft gesagt habe, wurde dann mit auf die 13 Seiten vom Anwalt notiert. In dem Wortlaut, wie ich es gesagt habe, mit Screenshots und so weiter und so fort. Also es ist wirklich eine heftige Sache, die mir richtig zu schaffen gemacht hat. Also da habe ich definitiv ein paar graue Haare weniger jetzt durch diese ganze Geschichte. Und ich denke mir auch, okay, es ist halt kacke, ich bin halt damit aufgeflogen. Das Gute ist, ich kann dadurch viele meiner Kollegen schützen und hoffe, dass da jetzt nicht schon irgendwelche Screenshots oder so gemacht wurden, sondern dass die alles runternehmen konnten. Und das, was ich auch daraus mitnehme, man muss aus den Fehlern lernen. Keiner von uns wusste, dass wir es nicht dürfen. Wir waren alle wirklich schockiert, also alle meine Kollegen. Und konnten das auch erstmal gar nicht glauben und meinten, gib die Paragraphen, wir prüfen das und so. Es ist wie es ist. Ich habe eine Geldstrafe am Hals, die ich zahlen muss und ich habe eine Unterlassungserklärung geschrieben und. Fakt ist, dass man vorsichtig sein muss auf Social Media, wie man sich ausdrückt, was man sagt. Theoretisch, ich denke mir auch, wenn ich meine Meinung sage über verschiedene Marken, ist das dann auch, verstößt es dann auch gegen irgendwelche Handelsrichtlinien oder so? Es ist halt super schwer. Also ich habe das Gefühl, so in den letzten Jahren
muss man super aufpassen, was auf Social Media gemacht wird. Auch diese große Musiksache war ja ein Riesenthema auf Instagram, wo ich mich frage, warum bietet bis heute Instagram die Musik an, wo Leute Geldstrafen in Zehntausenden Euros bekommen, dass sie halt kommerzielle Musik benutzen. Warum nimmt Instagram die Musik nicht von der Plattform? Also man muss so aufpassen, wenn man etwas auf Social Media hochlädt. Das hier wird jetzt der letzte Vlog sein. Dann kommt eine Woche Pause und dann kommen die Urlaubsvlogs, damit wir einfach mal wirklich versuchen können, runterzukommen in Urlaub und zu entspannen. Wir wünschen euch jetzt eine erholsame, freie Woche von uns. Wir sehen uns dann auf jeden Fall übernächste Woche hier wieder mit den Vlogs. Wir hoffen, ihr könnt die Zeit bis dahin überbrücken. Natürlich hoffen wir, dass ihr uns vermissen werdet. Und bis dahin sind wir aber auch hoffentlich komplett erholt. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Vlog in einer Woche. Tschüss.